Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video geht es um Getränke, und zwar um leckere Herbstgetränke. Und die habe ich in diese Gläser gefüllt. Und ich muss euch unbedingt von einer Seite erzählen. Und zwar habe ich hier diese Gläser über Amazon gekauft. Ich kann euch das auch unten hin verlinken, wenn ihr wollt. Und ja, in dem Zusammenhang wollte ich euch erzählen. Und zwar habe ich, wie ihr vielleicht sehen könnt und lesen konntet, ist dieses Video unterstützt durch Produktplatzierungen. Und zwar geht es um kipu.de. Und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert hier. Ihr könnt halt online shoppen, und ich kaufe sehr viel online, muss ich gestehen. Und die Sachen bei Amazon kaufe ich auch immer online. Und da gibt es, glaube ich, 2000 Shops oder so, die dann drin sind. Und da könnt ihr über diese Seite, sucht ihr euch den Shop aus, den ihr präferiert, den ihr gerade suchen wollt, wo ihr gerade einkaufen wollt. Und geht dann darüber auf die Seite und kauft dann ein. Und dann kriegt ihr Cashback, also sprich, ihr kriegt Prozente oder Gutscheine. Und das steht halt immer vorher auf der Internetseite drauf, was ihr zum Beispiel bekommt. Die kriegen halt eine Provision dafür, dass ihr von der Seite auf diese Seite kommt, wo ihr einkauft. Und davon, von dieser Provision, die die bekommen, bekommt ihr was ab, und deshalb kriegt ihr quasi Geld zurück. Ich mache sonst keine Produktplatzierungen, also bis jetzt habe ich noch keine gemacht, das ist meine erste. Yay. Und ich fand die Seite ultra cool und habe mich da halt auch angemeldet und so. Bis jetzt leider noch nichts online eingekauft seitdem, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ihr auf der Seite Geld sparen könnt. Ihr geht auf kipu.de, da müsst ihr unbedingt die AGBs durchlesen, damit ihr euch sicher seid, dass ihr das wirklich möchtet. Dann anmelden, und dann seid ihr auf eurem Konto, dann klickt ihr einfach bei euch rum und sucht euren Lieblingsshop, wo ihr gerade einkaufen gehen wollt. Ich nehme jetzt Amazon, klickt dann auf Amazon zum Shop, bestätigen, und dann gelangt ihr auch schon zu Amazon, kauft ganz normal das, was ihr gerne kaufen möchtet, ein, packt es in den Warenkorb, kauft das, und schon wird euch euer Cashback wieder gutgeschrieben. Ja, und das, so einfach geht das eigentlich auch schon. Das war's dann. Und ja, wie gesagt, also ich habe halt diese Gläschen da gekauft und so, also bei Amazon. Ich habe aber auch, also mich muss davon sagen, eins davon ist kaputt angekommen. Da war der komplette Henkel zerschmettert. Und dann habe ich noch bei, ich glaube, Teddy oder so, gab es die aber ohne Deckel. Und habe ich dann noch drei gekauft, damit ich die Deckel immer umtauschen kann. Weil ich finde die echt süß. Die sind so richtig, wenn man darin ein Getränk zubereitet, sieht das einfach nochmal viel schöner aus. Und ich kann mir das auch super vorstellen im Sommer so für Eisgetränke oder so. Naja, jedenfalls legen wir jetzt erstmal los mit leckeren, leckeren Herbstgetränken. Und ich hoffe sehr, dass ihr viel Spaß dabei habt. Und nochmal so eine kleine Anmerkung am Rande. Ich mache diese ganzen Getränke vegan, also mit Sojamilch, anderen Milcharten. Ihr könnt die natürlich auch einfach mit normaler Kuhmilch machen. Wenn ihr nicht vegan seid und das nicht vegan haben wollt, dann könnt ihr das mit jeder Milch machen, wie ihr wollt. Also es ist einfach nur so ein Grobrezept, und jeder kann das für sich umwandeln, wie er möchte. Also viel Spaß dabei! Als erstes stellen wir Zimtsirup her. Dafür nehmen wir ein Glas Wasser, darauf 2 Teelöffel Zimt, und das wird dann alles sehr, sehr, sehr gut verrührt und zum Köcheln gebracht. Wenn es dann köchelt, dann kommen noch 2 Gläser brauner Zucker drauf, und das wird dann auch nochmal alles sehr gut verrührt, bis es wieder köchelt. Und dann könnt ihr es auch schon in Gläserchen abfüllen und habt euren eigenen Zimtsirup gemacht. Dann fangen wir mit dem Cinnamon Latte an. Dafür nehmen wir einmal Sojamilch, oder ihr könnt jede andere Milch nehmen, und die wird sehr gut erhitzt. Dann habe ich da unten einmal warm aufgebrühten Kaffee, sehr starken. Da kommen dann 3 Esslöffel von unserem Zimtsirup dazu, und das wird dann alles sehr, sehr gut verrührt. Und zum Anschluss kommt dann die schon aufgewärmte Milch noch mit da rein. In meinem Fall, wie gesagt, Sojamilch. Da drauf dann Sojasahne oder normale Sahne. Schön garnieren mit etwas Zimtpulver, und schon habt ihr euren Cinnamon Latte. Dann machen wir unseren Hazelnut Chocolate Latte. Dafür brauchen wir Haselnussmilch, beziehungsweise ich mache dann 2 Esslöffel Kakaopulver rein, und das alles schön verrühren und die Milch schön erhitzen. Zu dem Kakaopulver, weil es ungesüßtes ist, noch 1 Esslöffel Zucker auch verrühren.
Und dann habe ich wieder Kaffee abgemessen. Wie gesagt, Maße in der Infobox. Dann darauf den warmen Kakao, die Sahne und etwas Kakaopulver zum Rüberstreuen. Und schon ist der fertig. Und zum Schluss ein Oreo-Milchshake. Dazu nehmen wir einfach Sojamilch. Ich nehme 5 Oreos, die kommen da rein. Dann einen Esslöffel Vanillesirup. Alles gut vermixen miteinander. Und dann habe ich das nochmal durch ein Sieb gegeben, weil mir das etwas zu körnig war. Ihr könnt es aber auch so trinken, ist genauso gut. Dann in ein Glas füllen und wie immer unsere Sojasahne obendrauf. Und dann ein bisschen schön garnieren, denn das Auge isst bekanntlich mit, beziehungsweise trinkt. Und dann habt ihr euer leckeren Oreo-Smoothie schon fertig. Ja, und das war's mit diesem Video. Mir haben alle Getränke gut geschmeckt, aber am allerbesten fand ich den Hazelnut Chocolate Latte, weil der war, boah, der war richtig, richtig gut. Also wenn ihr Haselnuss-Kakao mögt, und dann ist das schon mal das Beste überhaupt. Und am Ende möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass bei Kipu.de nächste Woche, also am Montag, jetzt wenn ihr das seht, die Fashion Week bei denen startet. Und da könnt ihr dann nochmal extra Prozente absahnen. Zum Beispiel, ich habe mir das hier aufgeschrieben, zum Beispiel 18% bei Street One und Cecile, 14% bei About You, also ist ja auch so ein, alles so Online-Seiten, und 8% bei River Island und Tommy Hilfiger. Also wenn ihr bei einigen den Sachen eh online shoppt gerne, dann könnt ihr das natürlich nochmal nutzen und extra Rabatte absahnen. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Alle Infos, die ihr nochmal braucht, die Internetseite von Kipu und wo ich die Gläser her habe und die ganzen Rezepte, was genau wo drin war, alles nochmal in der Infobox. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Friert mir nicht weg, regnet nicht ein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.